Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Trader, und herzlich willkommen zur aktuellen Videosgabe in der 1 der Sektion der Formationstrader. Heute ist Donnerstag, 20. Juli 2017 und der DAX vorbörslich auf 12.497 Punkten. Wir waren gerade sogar kurz oberhalb der 12.500er Marke. Was haben wir gestern miteinander besprochen? Wir haben miteinander darüber gesprochen, dass der DAX kurzfristig auf dem Weg nach oben Widerstände hat im Bereich der 12.500, im Bereich der 12.540, 20-Tage-Linie. Und dass der Markt eher eine größere Wahrscheinlichkeit hat, in der ersten Welle, in der ersten bullischen Welle noch einmal eine Gegenbewegung zu machen. Der macht nicht ganz die 12.500, der macht die 12.471, kommt wieder zurück. Und das, was wir miteinander gestern besprochen haben und was nach wie vor Bestand hat, die Zone 12.400, 12.388, 12.320 sind potenzielle Unterstützungszonen. Von hier aus kann der DAX noch einmal eine bullische Bewegung machen in Richtung 12.5, 12.560. Wichtig ist, heute ist EZB-Zinsentscheidung. Und wir wissen nicht, was Herr Draghi sagen wird. Wir wissen nicht, wie der Markt darauf reagieren wird. Und nach meinem Dafürhalten ist es auch wichtig, dass wir das nicht antizipieren. Wofür ich Sie begeistern möchte, ist, wenn Herr Draghi gesprochen hat, wenn die Volatilität rausgegangen ist, dann bekommen wir Informationen, dann können wir aus diesen Informationen neue Setups bilden. Aus diesen Setups können wir wieder mit einer Wahrscheinlichkeit etwas tun, anstatt eine Position einzugehen und dann zu hoffen. Das ist nicht die Art, die nachhaltig zum Erfolg führt. Es kann sein, dass Sie zum Beispiel der Meinung sind, der DAX wird fallen. Und Herr Draghi spricht und der DAX wird dann auch fallen. Ich halte es für einen Fehler, wenn man sagt, ach, hätte ich das mal gemacht. Sie werden häufig genug auch auf andere Ereignisse gewettet haben. Ich sage nur Brexit. So viele Kleinanleger haben vor der Brexit-Entscheidung darauf gewettet, dass sich die Engländer gegen den Brexit entscheiden werden, dass der Markt steigen wird. Und ich habe sie förmlich, darf Ihnen ja keine Empfehlung aussprechen, vor der Brexit-Entscheidung praktisch angefleht und gesagt, schauen Sie, der Markt ist am Widerstand, der ist so stark gestiegen, das ist schon alles eingepreist. Die Überraschung kann es nur auf der Unterseite geben. Da kam die Überraschung auf der Unterseite, lassen Sie mich das Ihnen zeigen. Da kam diese Überraschung auf der Unterseite und was ich Ihnen gesagt habe, ist, Leute, wir machen erstmal nichts. Ich würde jetzt auf diese 10% auf den Markt nicht sofort reagieren, sondern lassen Sie uns gucken, was passiert. Und danach ist der Markt ja gestiegen. Wir haben ja dann ja hier angefangen, uns Longs zu suchen. Und viele, viele Kleinanleger waren in dieser gesamten Phase immer bärisch. Und das Ganze ist zustande gekommen, weil sie einmal versucht haben, ein Ereignis vorherzusagen, hat nicht geklappt und dann sind sie in eine emotionale Schieflage geraten. Und deswegen sind dann Folgeverluste entstanden. Deswegen, jetzt hier würde ich, das ist das, was ich mache, würde ich den Markt machen lassen. Zum technischen Bild auf der Unterseite. Eine große Unterstützung ist die Zone um die 12.300. Wir haben zuletzt gesagt, falls die fällt, dann ist es möglich, dass wir diese offene Lücke komplett zumachen, relativ fix. Diese Möglichkeit ist nach wie vor gegeben. Und doch ist es wichtig, wir gehen zurück in die Stunde, dass wir uns klar machen, wir haben hier eine potenzielle Unterstützungslinie und der Markt kann so im Bereich von 12.250, 12.220 wieder Halt machen und von dort aus wieder nach oben schießen. Und jetzt, wenn Sie sagen, ja, aber warum gucke ich denn sein Video, wenn er mir jetzt auch noch diesen Satz sagt, ja klar kann das auch durchrutschen. Das ist... Und vielleicht ist das der Grund, warum Sie das Video schauen. Meine Meinung ist, kurz um, kurz vor, kurz nach EZB-Zinsentscheidung, Pressekonferenz, nach meinem Dafürhalten ist es nicht die richtige Zeit, um die Entscheidung zu treffen. Sondern, falls der Markt sehr stark wird, auf der bärischen Seite, und hier durchfallen sollte, okay, das konnten wir nicht traden, weil News gekommen sind. Wir wollen nicht in die News traden, weil wir dort keine Wahrscheinlichkeit haben. Da sind wir Spielball des Marktes. Entweder haben wir Glück
Der Markt macht das, was wir hoffen, oder der Markt macht nicht das, was wir hoffen. Entscheidend ist für mich, dass der DAX hier in dieser Phase eine potenzielle bullische Keilformation bildet mit einer flacheren unteren trendunterstützenden Linie und einer steileren fallenden trendbegrenzenden Linie. Das verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX, wenn er nochmal an diese Zonen kommt, das Potenzial hat, wieder nach oben zu laufen. Ich persönlich, wenn ich jetzt etwas über die Stunde, über den Tag traden wollte, über die Stunde, würde ich abwarten, bis sich diese Formation zu Ende ausgebildet hat und wir eine größere Wahrscheinlichkeit bekommen. Jetzt noch mehr ins Detail. Falls der Markt hier durchfällt, hier Unterstützung findet, aber so ganz träge hochkommt und nicht wirklich Stärke zeigt, und hier dann wieder eine Trendumkehr bildet, dann können wir sagen, okay, wisst ihr was, wir haben sie geschwächt und jetzt können wir vielleicht durchrutschen. Dann könnte man das traden. Oder der Markt bleibt hier in dieser Phase, irgendwo zwischen 12.570, 12.300. Dann gilt es zu gucken, schafft das diesen Ausbruch über diese trendbegrenzende Linie, über alle gleitende Durchschnitte im Stundenchart und dann auch über die 20-Tage-Linie, dann hat er das Potenzial, noch einmal hier hochzulaufen in Richtung 12.680, 12.710 und sogar in Richtung 12.800. Und dann bildet sich eine neue Formation. Noch eine Sache, schauen Sie, wir laufen hier übergeordnet seitwärts. Es gibt tatsächlich einfachere Phasen. Und ich glaube, dass uns Tradern es immer wieder passiert, dass wir in den nicht so einfacheren Phasen immer wieder Trades machen, die immer wieder nicht so gut funktionieren. Und dann geben wir Gewinne aus der einfachen Phase wieder ab. Und deswegen sage ich auch immer wieder, die Kunst des Tradens ist es auch, nicht zu traden. Heute EZB machen lassen. Morgen ist kleiner Verfallstag. Montag ist auch noch ein Tag. Kann man sich auch noch einen Trade aussuchen. Ich sage Ihnen ja immer wieder, wichtig ist, sich aus diesem Bild, aus der Pflicht zu entlassen, jede Bewegung mitzumachen und bei jeder Bewegung dabei sein zu müssen. Okay, falls der Markt diese bärische Bewegung macht, bitte beachten Sie Folgendes. Ich weiß, dass sehr viele Crashs sehen, der Markt geht in Richtung 10.000, hast du nicht gesehen. Im Falle des Falles, dass wir nach unten kommen, 12.000, runde Marke. Offene Lücke wird geschlossen bei 12.050. Wir haben eine mittelfristige aufsteigende Trendlinie. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Potenzielle Unterstützung um die 12.000. Eine wichtige horizontale Marke 11.800. 200-Tage-Linie. Falls der Markt runterkommen sollte, 12.000, 11.880. Richtig starke Unterstützungszone. Mehrfache Unterstützungszone. Von hier wieder eine erneute, mehrtägige, sogar mehrwöchige bullische Bewegung wahrscheinlicher. Solange wir das hier halten, müssen wir auch noch alles klein traden. Vielmehr mit dem, was wir an EZB-Zinsentscheidung vor der Brust haben, kann ich Ihnen heute nicht mit auf den Weg geben. Ich wünsche Ihnen die Gelassenheit und die Ruhe, den Markt anzugucken und dass Sie Setups traden und nicht Ihren Wunsch traden. Haben Sie einen erfolgreichen Handelstag.